Früher Post, heute Post. Die Kommunikationswege ändern sich und damit auch der Berufsalltag von Politikern. Also er wird unmittelbarer und schneller, weil natürlich durch Social Media oder in den neuen Medien die Diskussionen auch mit einer Vielzahl von Menschen sehr schnell vom Zaun brechen kann, auch sehr schnell an Heftigkeit gewinnen kann. Und die Reaktionszeiten sind sehr verändert. Und man muss sich selbst auch disziplinieren, weil etwa eine Nachricht abzusetzen über Twitter aus einer, ich sag mal, aus einer Emotion heraus. Also man liest irgendwas oder hört eine Nachricht und ärgert sich darüber oder regt sich darüber auf, dann kribbelt es einen sozusagen schon in den Fingern, gleich dazu mal was auch zu twittern. So kann es zum Beispiel passieren, dass ein Politiker unbedacht postet oder ein Wahlergebnis durch voreiliges Zwitschern vorwegnimmt. Da muss man sich selbst auch ein Stück disziplinieren, weil man sich auch immer vor Augen halten muss, das, was man twittert, was man postet, ist, ob digital oder nicht, Öffentlichkeit. Und es ist in der virtuellen Welt und dort bleibt es auch. Und dort bleibt es für eine sehr, sehr lange Zeit. Mit Facebook erreicht man eine große Öffentlichkeit. Das hat sich Horst Seehofer zunutze gemacht und anstatt Einladungen zu verschicken, über Facebook zu einer Party ins Münchner P1 eingeladen. Hat auch Frau Kramp-Karrenbauer schon Facebook-Partypläne? Nein, es wird keine Facebook-Party mit mir geben, nicht in einer Diskothek und auch sonst nicht, sondern ich nutze Twitter und Facebook zum Kommunizieren. Und ich glaube, dass die Leute ein ganz feines Gespür dafür haben, wer sozusagen Social Medias nutzt, sozusagen als täglichen Bestandteil seiner Arbeit und wer damit Werbung machen will. Authentisch sein. So lautet das Motto der saarländischen Ministerpräsidentin. Das Wichtigste ist einfach, dass die Menschen, mit denen man kommuniziert, und zwar egal ob über Twitter, über Facebook, über Telefon oder persönlich, das Gefühl haben, dass es authentisch ist und dass man auch aufrichtig mit ihnen kommuniziert. Und dass das, was sie an Antworten, an Kommentaren bei Facebook und bei Twitter finden, auch wirklich original Kramp-Karrenbauer ist. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass jeder so Politik macht, wie es wirklich auch für ihn glaubwürdig ist. Und ich halte überhaupt nichts davon, dass sich jemand verbiegt, um zu twittern oder auf Facebook zu posten, der überhaupt nichts damit anfangen kann. Bewegt man sich in den sozialen Medien, macht man sich auch schnell angreifbar. Wie geht Frau Kramp-Karrenbauer mit negativem Feedback um? Natürlich, wenn man sozusagen auf Facebook aktiv ist, dann geht es ja um den offenen Austausch. Und insofern, wenn das kritische Stellungnahmen mit Blick auf Inhalte sind, bleiben die Kommentierungen auch auf meiner Seite gepostet, weil ich der Meinung bin, dass das löst auch Diskussionsprozesse aus. Wenn das sozusagen Kommentierungen sind, die auch unter die Gürtellinie gehen, die persönlich verletzend sind, mir gegenüber oder anderen gegenüber, dann nehme ich die aber von der Seite runter. Mhm.